Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ich bin euer Marcel, wie immer, und ja, ihr habt gerade gesehen, Schlüssel zu Mr. Crowley bringen. Wir haben noch immer die Aufgabe Schießwaffe in den Kopf aktiviert, die deaktiviere ich jetzt erstmal wieder. Und was nehmen wir denn? Tritt in seine Fußstapfen. Galaxy News Radio finden. Damit haben wir eine neue Aufgabe. Okay, da und dann da. Oh, falsche Taste. Mal wieder. Wir cheaten nicht. Nein, das macht man nicht. Um Gottes Willen. Wir würden niemals das Fenster aufmachen, wo es zum Menü geht, wo wir Cheats eingeben könnten. Um Gottes Willen, sowas würden wir niemals tun, oder? Nein, nein, nein. Galaxy News Radio finden. Ganz klar. Weil ich habe... Obwohl... Sollen wir die Main Quest machen? Wir können ja mal was anderes. Moment, ich habe da gerade eine Idee. Wir könnten ja auch... Ja, wir reisen mal zu Vault 101. Ich will jetzt mal was wissen. Normal, ab Level 10 müsste doch die Mission Homefront. Ich entferne mich mal ein bisschen von der Vault. Und eigentlich müsste die Radio. Nee. Oh, verdammt. Ich hätte jetzt gedacht. Naja, gut, habe ich mich halt geirrt. Weil ich euch gerne diese Mission eigentlich zeigen will. Oh, naja. Wo ist denn das Ding? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, da ist es. Will ich aufmachen? Ja. Ach, schade. Ich muss gar nicht knacken. Ich hätte jetzt gedacht, hier so Schlossknacken und so. Nee. Was trinken wollen wir jetzt gar nicht. Aber so wissen wir ja jetzt, wo wir was zu trinken kriegen. Hooray! Mit ganz viel Red. Also gut, die Mission ist immer noch nicht verfügbar. Ja, dann machen wir mal ein bisschen Main Quest, würde ich sagen, ne? Keine Raider? Keine Raider. Da, ja, so, ja, ne? Hier mit 10 mm und so. Haha, ich bin voll cool und so. Wir gehen darüber. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal einen Weg darüber. Hey. Bitte keine. Echo? Klar, nehmen wir Granatenkiste, nehmen wir auch. Ein Bett. Cool. Hier können wir auch übernachten. Mal gucken. Ja, ich schlafe hier mal. 8 Stunden. Ja, und ich lasse die Sequenz mal gerade trennen. Weil wegen ist so. Wir sind noch nicht geweckt worden nachts, was ich schon mal sehr cool finde. Klar, erstmal, wo haben wir's? Wo haben wir's? Hilfe, genau. So, Sprengstoff um 2 erhöht. Was steht eigentlich hier? Do not enter. Also hier lag eine Mine, ja, und deswegen tue ich trotzdem. I do enter. Jetzt sind wir auf der Seite von DC.
keine Myolurks. Und keine Myolurks, dafür ein Lag. Auch schön. Schön. Oh. 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 Was haben wir denn hier? Genug Munition, würde ich sagen. Ja, das nehmen wir uns. Die können wir auch mal mitnehmen. Und, ne. Aber, die Rüstung nehme ich hier mal ab. Und die auch. Weil die können wir ja verkaufen, ne? Und ja, Kronkorken, ne? So brauchen wir ja immer. Kann man immer brauchen. Ja, und wir blicken auf das Ödland der Hauptstadt. Hey, eine Metro! Und genau da gehen wir jetzt rein. Warum? Weil ich das so will. Metro Station Fargard entdeckt. 11 Erfahrungspunkte. Ach, da ist nichts drin. Nichts, was wir brauchen könnten. Oh, und ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ist es denn wahr? Naja, länger wie 5 Minuten können wir ja noch nicht spielen, also... Ich öffne mal hier vorsichtig. Ah, da ist ja unser Protektor. Ja, wir könnten jetzt hier einen Protektor aktivieren, der alles, was jetzt hier in der Metro ist, tötet. Wir nehmen auch noch das Metro-Ticket. Dann lässt er uns nämlich in Ruhe. Ja, das Wasser trinken gerade. Und wir haben schon wieder einen Lag. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. Ich aktiviere jetzt hier. Ich versuche das mal mit dem Lag. Oh! Hört, zweiter Versuch! Das war, wunderbar. Admin-Anmeldung, bla bla bla. Metro-Protektor aktivieren. Metro-Rolltreppen einschalten. Metro-Beleuchtung. Wartungspersonal für Reparaturen. Wartungspersonal für Reparaturen. Protektor aktiviert. Metro-Sicherheitsprotokoll wird initialisiert. Stations-Sicherheitsnetz offline. Metro Central, keine Antwort. Bedrohungslevel Omega, tödliche Gewalt genehmigt. Tödliche Gewalt genehmigt. Das finde ich schon mal cool. Angriff auf feindliches Ziel. Genau, oh ja, nehmen. Warum ich die ganzen Metro-Tickets nehme? Bis die Gefahr gebannt ist. Einfach, dann lässt er mich in Ruhe und greift nur die Dings an, die Feinde hier so, die, das finde ich, ist doch nett, oder? Das ist nett. Das ist nett. Wir laden mal nach, unsere 10mm hier, unsere Maschinenpistole. Ja, hört ihr, er macht schon wieder ganze Arbeit. Was haben wir hier? Ach, Messer und Blechdose brauchen wir nicht. Öffne Tür. Was haben wir denn? Der Kiste. Elektrischer Leiter, die kann man ganz gut verkaufen. Leer. Aber hier müsste doch normal, oder? Noch was irgendwo versteckt sein. Irgendwas. Irgendwas. Komm schon. Bitte weitergehen.
solltest eigentlich hier rein, du blöder Protektor. Ja, Sensormodul kann man auch ganz gut kaufen. Na los, geh schon. Ich weiß, mir gehen dadurch eigentlich die Erfahrungspunkte flöten, aber wenn ich doch Munition sparen kann. Ah, du blödes Teil, ich hau dich gleich in Stücke. Auf jeden Fall, ich habe genug Metro-Tickets. Nichts passieren. Nach Hasenmäher, ne, wir brauchen im Moment kein Hasenmäher-Messer. Jetzt noch nicht. Oh, Altmetall, das ist auch immer schön. Kaputter Stuhl. So. Ein paar Ghule. Das ging schnell. Wichtig, wilde Ghule. Vor den Leuchtenden solltet ihr euch in Acht nehmen. Die können da so eine Attacke, die Radioaktivität ziemlich schön im hohen Maße freisetzen. Generell, wenn die angreifen, wird viel Radioaktivität freigesetzt. Also ein Hit von denen fühlt euch auch mehr zu. Aber die haben meiner 10mm Maschinenpistole hier nicht wirklich was entgegenzusetzen. Oh, Buffer, was ist gut? Kronkorken. Und noch mehr Kronkorken. Das ist schön. Das gefällt mir. Was hast du? Kronkorken. Klar. Wir knacken hier jede Tür, die wir finden. Aktentränke. Nichts drin, obwohl eine Stange Zigaretten kann man ganz gut verkaufen. Wir können im Moment, habe ich auch Platz mal, also ich könnte mal was mitnehmen, so randommäßig. Die ist schon durchschnittlich verschlossen. Aber jetzt kein Problem. Was? Ja, lag. Was hätten wir denn da? Baseball-Handschuh? Nein, Schachbrett, Baseball. Brauche ich nicht. Nein. Moment, kleines. Das Buch. Nee, das brauchen wir nicht. Aber ich nehme die Spießergranaten. Die kann ich gebrauchen. Ah, Urasami, 30 praktische Rezepte für Flammenwerfer. Oh, Raketen. Nehmen wir mit. Nett. Munition. Ja, auch das nehmen wir mit. Auch die 10mm, das Sturmgewehr. Die Vorkriegsbücher will ich haben. Hallo, 300 Kronkorken für mich. So, und jetzt gucken wir erstmal. Viele eingesammelt, wieder mal. Operieren wir mal an die 10mm Pistole. Dann können wir unsere im Spind auch bald wieder mit aufbessern. Ah, ich kann am Sturmgewehr leider nichts machen. Das ist schade. Ja. US Army, 30 praktische Rezepte für Flammenwerfer. Große Waffen um 2 erhöht. Ja, das, ja. Könnten wir auch brauchen, denn ich will erstmal da hinten rein. Ja, doch. Erstmal gehen wir hier rein. Mal gucken, was hier ist. So, Büro. Laubbläser, Lunchbox. Lag. Leere Aktenschränke. Ruinierte Bücher.
Aktenschrank mit was drin. Schrotpatronen können wir gebrauchen. Schlafen, Schiffsbett. Müssen wir schlafen? Nö. Der Schreibtisch ist auch leer. Toll. Ja, elektrische Leiter kann man immer gebrauchen, die für Makrokorb verhökern kann. So, was haben wir hier? Schreibtisch erstmal auf. Ganz klar. Torschlüssel des Metro-Service-Bereichs. Okay. Sicherheitssafe aufschließen. Das verdreht. Das ist auch immer. Wünschen wir einen schönen Tag und so. Quatsch. Wir wollen den Safe ausleeren. Und da Nikola Tesla und Sie. Hurra! Unser erstes Buch für elektrische Waffen. So, ja. Laserpistole will ich haben. Kronkorken will ich. Energiezellen will ich. Und Laserwaffenprotokoll. Ja, das Vorkriegsgeld nehmen wir auch. Das können wir verkaufen. Enden. Ja, hören wir uns mal das an. Oh, ist gar nicht zum Anhören. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen DCTA Laserpistole Standardausführung. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um die im DCTA Mitarbeiterhandbuch unter Abschnitt 28.1.1.b verankerten Vorschriften durchzulesen, die unten für Sie noch einmal abgedruckt wurden. Ordnungsgemäße Verwendung der Laserpistole. Es muss darauf hingewiesen werden, dass jedes DCTA-Eigentum mit größter Sorgfalt behandelt werden muss und nur verwendet werden darf, wenn dies notwendig ist. Beim Angriff durch Kommunisten für die eigene Sicherheit zu sorgen, ist ein gutes Beispiel für den ordnungsgemäßen Gebrauch Ihrer Laserpistole. Standardausführung. Die Laserpistole dafür zu verwenden, die Zahl der Nagetiere einzudämmen, stellt dagegen einen Missbrauch dar und wird gemäß Abschnitt 11.3.5c durch Disziplinarmaßnahmen bestraft. Ja. Einsatz dieser Laserpistole in der Metroanlage kann in vieler Hinsicht nützlich sein. Der Benutzer muss aber zuerst seine Umgebung beobachten, bevor er beschließt, mit der Waffe zu schießen. Die Rohre in der Metroanlage dienen häufig zum Transport leicht entflammbarer Gase. Das Schießen mit der Laserpistole in der Nähe eines Gaslecks könnte eine unerwünschte Explosion und oder schwere Körperverletzung zur Folge haben. Bla 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 bla. Ja. Weltkarte, lokale Karte, ja, könnten wir auch mal drauf so gucken, ne? Hier so, ne? Die ist eigentlich recht nützlich, also hier. Tellany Town Friendship Station. Okay, da will er, dass ich hingehe. Da könnten wir ja gleich mal hin. Aber bevor wir da hingehen, würde ich sagen, hier, das war's für diese Folge und ich sag mal, bis denn.